Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Batman Arkham City. Ja, in der letzten Folge, da haben wir ja schon angefangen, wieder mit Catwoman zu spielen und haben mit Poison Ivy einen Deal gemacht. Wir kommen in den Tresorraum und sollen aber gleichzeitig auch ihr Pflänzchen da dann mit einsammeln. Und ja, wir haben uns ja schwer getan. Wir müssen ja diese... Ist das eine Übung? Fünffachen ausschalten. Aber das wird gar nicht so leicht. Im Bereich ist irgendjemand. Weil irgendwie sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung. Haben die komische Laufrouten. Das gefällt mir nicht. Die rotten sich sehr zusammen. Also es ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Jetzt mal eben die Maus nochmal beiseite schieben, so. Okay, warte mal, der Typ läuft jetzt alleine. Kann ich auch schneller laufen? Nee. Bruder, bleib doch ein dummer Hund, Alter. Du bist so ein behinderter Pisser. So, 20% hatten wir. Zählt mal durch. Bewegung! Okay, die beiden Typen. Verwundeter! Die beiden Typen bleiben auf jeden Fall safe. In der Tür immer stehen. Okay, jetzt müssen wir mal checken, ob die beiden sich auch zusammenraffen oder ob die vielleicht auch nochmal sich trennen. Ne, die trennen sich nochmal. Zählt mal durch. Bewegung! Hier Tiger 54. Nice. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1000 daraus. Zu mir fahren. Das Ziel befindet sich in diesem Bereich. Noch 3 Sekunden. 2, 1. Boom, Leute. Check. Dann können wir jetzt wenigstens... Nein, du verarscht mich. Als ob hier noch ein Durchgang ist. Hier ist halt original auch ein Durchgang gewesen. Ja, gut. Fuck drauf, braucht man nicht. Wir machen das auch easy so. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. So, dann nehmen wir erstmal die... Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Ups.
Wie fühlt sich das an, Ivy? Naja, das wird sie wahrscheinlich, weil sie ja so einen kleinen Pflanzenfetisch hat, das spüren. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt hier eine Lektion. Was geht ab, Boys? Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein und jetzt habe ich auch noch sie, Miss Kyle. Ihre Beutezüge enden. Ja, halt's Maul. Interessiert keinen, was du erzählst. Okay, dann müssen wir bei ihr jetzt nochmal die Panzerung auch ein bisschen hochballern. Dann hält sie wenigstens auch ein bisschen mehr aus. Oh, gibt nur eine Stufe davon. Ja, super. Peitschenfeger, Peitschenschlag. Ja, was ist eigentlich dumm? Dann machen wir lieber das. So. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Oh. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Wie fühlt sich das an, Ivy? Im Prinzip hätten sie auch einfach nur den Kampf zeigen können. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt hier eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt habe ich auch noch sie, Miss Kyle. Es wird mir ein... I can't believe it, ey. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne Ist doch nicht dein fucking Ernst, ey. Und ich die Scheiße hier wieder machen, ey. Gefunden. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Wie fühlt sich das an, Ivy? Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt hier eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein und jetzt habe ich auch noch sie, Miss Kyle.
Mann! Lass es doch sein, Pisser! Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Nee, nee. Achso. Warte mal, der Ausgang war ja da hinten. Das geht mir zu leicht. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Ja doch, leider schon. Haben wir jetzt irgendwie die Wahl, oder was? Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Kann ich die eigentlich jetzt wieder aufnehmen, theoretisch? Nee, ne? Nee. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Ich habe irgendwie keine Ahnung warum, aber ich unterbreche immer das, was sie sagt. Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Gut. Auf ins Endgame, würde ich sagen. Glaube ich zumindest. Was ist das? Das ist wieder eine Nebenmission. Ich habe es geschafft, Noras Spur bis in... Ah ja, interessiert mich nicht, Digga. Ist deine Frau nicht meine. Talia ist in Gefahr. Ich muss sie zuerst finden. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wanda Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Wayne-Tech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von 1000 anderen? Naja. Tut es nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle. Verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Ah, deswegen können wir uns immer in diese Scheiß-Series packen. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum.
Das Ding ist... Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Ziel wurde getroffen. Das Ding ist, eigentlich hätten wir trotzdem sie retten müssen, weil... Wenn der Joker unsterblich wird, dann sind mehr als 1000 Leben in Gefahr. Auch nicht. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ihr könnt 20 Insassen streichen. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Der wird den nicht haben. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ziel wurde getroffen. Ziel markiert. Ich wiederhole, die von Batman lokalisieren. Haben keinen Sichtkontakt mit Batman. Batman gesichtet. Hä? Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Nein! Tote. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole, mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Nein! Nein! Falscher Knopf, Mann. Fernabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut. Du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Okay, warte mal, wir sind da. Oh Mann, das wird ein weiter Weg. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahlen in Sektor 1 bei über 100. Insassen wurden neutralisiert. Sternabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote.
Gewalttätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Okay, da müssen wir also rein. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl ist Sektor 1 bei 200. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Mehrere Treffer in Sektor 2. Hä? Ich bin doch da. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Hey, Leute. Also. Ziel wurde getroffen. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole, mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Mann. Ah, okay. Bumm, ihr könnt 20 Insassen streichen. Bestätige Treffer, mehrere Insassen gefallen. Wir haben mehrere Tote. Achso, da brauchen wir wieder unser Bumsboy hier. Okay, dann werden wir wohl da runter müssen, wa? Sie befanden sich auf dem Weg zum unterirdischen Tunnelsystem. Ausgezeichnete Arbeit. Haltet sie in der Bearbeitungszone fest. Wir sagen Bescheid, wenn wir soweit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Bestätigt, Zentrale. Diese Tigerwaffen haben Betäubungsstöcke. Bitte! Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Wehr dich nicht! Du musst das nicht tun! Zeig ihm, was wir mit... Keinen Schritt weiter, Batman. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Stehen bleiben! Keine Bewegung! Ich habe in Erwägung gezogen, dass du daran schuld sein könntest. Deine Gegenwart hat diese Tiere erschaffen. Sie vermehren sich wie Bakterien.
Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ja, bin ich sein Vater oder was? Ist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite meines Meisters einnehmen. Wir werden die Welt. Vielen Dank, Batman. Keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt tötet ihn. Oh oh. Nein, hör doch auf! Ach, hör doch auf jetzt mit deinen Kackwaffen hier, Mann. Nein! Oh Junge, du gehst mir auf den Zünder! Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin, Wayne. Jetzt habe ich Gewissheit. Ein Scheiß bist du überlegen, Alter. Ein Pisskopf, ey. Gut, Leute. Allerdings werden wir jetzt an der Stelle Feierabend machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann, ja, ich schätze mal, ein oder zwei Folgen werden es noch und dann ist das Spiel bezwungen. Bis dahin haut auf jeden Fall rein. Cheerio.